dass es nicht sonderlich lange dauern wird, bis die weltweite Wirtschaft auf das sogenannte Coronavirus bzw. die dadurch ausgelöste Krankheit Covid-19 reagieren wird. Das war ja von Anfang an ziemlich klar und ist, glaube ich, auch bestens nachvollziehbar. Die Auswirkungen auf die Luftfahrt im Speziellen sind jedoch mittlerweile so vielfältig und so interessant, dass es sich wirklich lohnt, da mal einen etwas genaueren Blick drauf zu werfen. Und das machen wir jetzt. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Um Nachrichten zum Coronavirus kommt man zum aktuellen Zeitpunkt ja eigentlich gar nicht mehr drum herum. Ist auf der einen Seite auch selbstverständlich gar nicht so schlecht, weil es hilft, uns alle so ein bisschen für das Thema zu sensibilisieren, eine gewisse Empfindlichkeit für das Thema zu schaffen und uns über richtige, sinnvolle Verhaltensweisen aufzuklären, um ganz einfach in einem sinnvollen Rahmen die Wahrscheinlichkeit zu verringern, mit irgendwelchen Krankheitserregern in Berührung zu kommen. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, dass diese ganze Berichterstattung natürlich auch dafür sorgt, dass dieser Rahmen von unterschiedlichen Leuten unterschiedlich weit gefasst wird, unterschiedlich gesteckt wird. Und das sorgt dann doch eher für ein paar zusätzliche Probleme und gar nicht unbedingt für Besserungen. Aber gut, die Luftfahrtindustrie im Speziellen hat bei dieser ganzen Nummer jetzt natürlich eine gewisse Rolle zu erfüllen, eine gewisse Verantwortung zu tragen, denn die Luftfahrtindustrie ermöglicht es ja, mal ganz einfach gesagt, diesen Virus innerhalb von 12 Stunden beispielsweise von einem Ort der Erde auf die andere Seite zu bringen. Und das schön warm und trocken, am besten auch noch in der Business Class mit Hilfe eines Geschäftsmanns, der gerade eben noch für ein paar Tage beruflich in China unterwegs war. Die erste große Reaktion seitens der Fluggesellschaften auf den Ausbruch des Virus ist dadurch auch sehr gut nachvollziehbar. Flüge in das Gebiet, in dem das Virus seinen Ursprung hat, werden gecancelt. Normalerweise bietet die Lufthansa Group, bestehend aus den Fluggesellschaften Lufthansa, Austrian Airlines und Swiss, 54 wöchentliche Verbindungen von Europa aus in Richtung China an. Und diese Verbindungen sind jetzt bereits alle seit mehreren Wochen, genauer gesagt seit Ende Januar, ausgesetzt. Die Strecken werden ganz einfach nicht mehr bedient, da fliegen keine Flugzeuge von diesen Fluggesellschaften mehr hin und her. Und aktuelle Planungen für bestimmte Ziele gehen auch schon jetzt bis Ende März. Also bis dahin wird es zu diesen bestimmten Zielen definitiv innerhalb der Lufthansa Group keine Flüge mehr geben. Und genauso machen das logischerweise auch andere Fluggesellschaften. British Airways beispielsweise war von Anfang an recht strikt dabei, hat, soweit ich weiß, sogar einen Tag vor der Lufthansa von ihren Standorten aus alle Flüge aufs chinesische Festland gestrichen. Und hält an diesem Plan natürlich auch bis heute fest. Gleiches gilt für regionale Fluggesellschaften aus der Gegend, die ebenfalls ihre Flugpläne zusammengestrichen haben, oder auch für die großen amerikanischen Fluggesellschaften, die genauso in Form von Sonderflugplänen ihr Angebot massiv reduziert haben. Tritt so ein weltweites Problem auf, dann sind natürlich auch innerhalb kürzester Zeit alle global agierenden Unternehmen, wie eben beispielsweise diese Fluggesellschaften, mehr oder weniger gleichermaßen davon betroffen. Und das können wir jetzt gerade ganz gut beobachten. Die verschiedenen Fluggesellschaften gehen diese ganzen Schritte, diese massive Reduzierung des Angebots jetzt aber nicht nur, auch wenn man das auf den ersten Blick vermuten könnte, als Präventivmaßnahme ein, um Passagiere und auch Mitarbeiter bestmöglich vor dem Coronavirus schützen zu können, sondern ihm bleibt ehrlich gesagt tatsächlich auch gar nicht wirklich etwas anderes übrig. Denn die Nachfrage nach Flugreisen in betroffene Gebiete, aber auch die Nachfrage nach Flügen im ganz Allgemeinen, das ist in letzter Zeit, in den letzten Wochen, alles sehr massiv eingebrochen. Und dazu gibt es jetzt, zumindest für unsere Gegend hier, ein paar spannende Zahlen vom Unternehmen Forward Keys, die immer mal wieder in regelmäßigen Abständen mehr oder weniger relevante Zahlen zum globalen Reiseverhalten der Menschen erheben. Demnach sind die Flugbuchungen aus internationalen Destinationen heraus nach Europa bis zum Beginn der letzten Februarwoche, was ja schon wieder ein paar Tage her ist, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwa 25% eingebrochen. Okay, ist schon mal eine ganze Menge, aber in der letzten Februarwoche, als das ganze Thema da mit Italien so richtig ins Rollen kam, da sind die Flugbuchungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwa 80% eingebrochen. Was dann natürlich wirklich nicht zu unterschätzen ist. In Italien selbst, also Flüge aus internationalen Destinationen heraus nach Italien, da hat dieser Wert mittlerweile die 100% überstiegen. Das heißt, es wurden mehr Flüge gecancelt, als normalerweise sonst gebucht wurden. Innereuropäisch stehen wir dabei logischerweise vor einer ganz ähnlichen Situation. Gerade so große Fluggesellschaften wie Ryanair oder sowas, die streichen jetzt natürlich in ganz großem Maße gerade Verbindungen von und nach Italien extrem zusammen. Da wird nicht mehr wahnsinnig viel geflogen.
Mit anderen Worten, das, was sich jetzt hier gerade beobachten lässt, das ist ein Nachfragerückgang, den man so schon lange nicht mehr in der eigentlich ja vom stetigen Wachstum verwöhnten Luftfahrtindustrie gesehen hat. Und je nachdem, wie lange das ganze Thema jetzt noch weitergeht, beziehungsweise je nachdem, was das ganze Ding jetzt für Dimension annehmen wird in naher Zukunft, könnte das Jahr 2020 nach dem Jahr 2003 tatsächlich wieder das erste Jahr werden, bei dem man weltweit betrachtet einen Rückgang bei den Passagierzahlen aufzeichnen muss. Und das wiederum kann sich jetzt sehr, sehr schnell zu einem richtig ungünstigen Problem für gerade die Fluggesellschaften entwickeln, denen es in der letzten Zeit sowieso schwer gefallen ist, sich selbst oder den anderen klarzumachen, dass sie nach einer weiter fortschreitenden Konsolidierungswelle definitiv zu den Partnern gehören, die danach immer noch ganz oben auf der Liste stehen sollen. Kurz vor dem für alle Fluggesellschaften mehr oder weniger wichtigen Sommergeschäft bricht jetzt also die Nachfrage nach Flugreisen weltweit betrachtet massiv ein. Das ist nicht primär das Angebot, das folgt jetzt nur. Aber der Grund dafür sind halt ja eben nicht nur irgendwelche chinesischen Einreisebeschränkungen, die diese Nachfrage jetzt halt mal so ein bisschen bremsen, sondern das sind zum Beispiel auch Firmen, die ihre Mitarbeiter jetzt halt gerade einfach mal nicht mehr ins Ausland schicken. Oder auch große Messen, die verschoben oder teilweise komplett abgesagt werden. Und es gibt echt eine ganze Menge Messen, von denen man echt nicht so viel hört. Aber bestes Beispiel für eine große Messe, die abgesagt wurde, der Mobile World Congress, der eigentlich ab Ende Februar in Barcelona hätte stattfinden sollen. Eine Messe, bei der man für dieses Jahr deutlich über 2400 Aussteller und über 100.000 Besucher erwartet hätte. 100.000 Besucher, die fast alle mit dem Flugzeug angereist wären und auch alle mit dem Flugzeug danach wieder abgehauen wären. Und um so viele Menschen von einem Ort zum nächsten zu bringen, international über Drehkreuze nach Barcelona zu holen, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, da braucht man eine ganze Menge Flugzeuge. 100.000 Menschen würden direkt mal fast 600 Airbus A320 füllen. Für eine Messe. Dazu kommt dann aber logischerweise auch noch die generelle Reiselust der Menschen, die jetzt verständlicherweise einen richtig ordentlichen Dämpfer bekommen hat. Lass uns halt noch mal ein bisschen warten, bevor wir Urlaub buchen. Hab gelesen, auf den Kanaren machen schon irgendwie Hotels zu oder sowas. Vielleicht bleiben wir dieses Jahr dann doch einfach mal lieber zu Hause. Klingt jetzt nicht sonderlich dramatisch, sondern tatsächlich sehr gut nachvollziehbar. Aber wenn das eben viele Leute denken, dann sind die Auswirkungen ziemlich ordentlich. Wir wissen also jetzt, dass gerade den großen internationalen Fluggesellschaften zum aktuellen Zeitpunkt gar nicht mehr wirklich etwas anderes übrig bleibt, als ihr Angebot wirklich massiv zurückzufahren. Was passiert, wenn man das nicht macht oder was passieren kann, wenn man das nicht rechtzeitig macht, das zeigt zum Beispiel gerade erst vor ein paar Tagen ein Dreamliner der Turkish Airlines. Noch eine recht neue Boeing 787-9, die war auf dem Weg von Istanbul nach Singapur, sollte kurz danach logischerweise dann direkt wieder zurückfliegen. Allerdings, einer der Gäste vom Hinflug wurde nach Ankunft in Singapur positiv auf Covid-19 getestet. Das heißt, das Flugzeug flog mit der Besatzung, aber eben ohne Passagiere, völlig leer, ein sogenannter Ferryflug, von Singapur nach Istanbul zurück. Und dort ging die Besatzung dann erstmal für 2 Wochen in Quarantäne, beziehungsweise befindet sich zum aktuellen Zeitpunkt logischerweise immer noch in Quarantäne. Solltet ihr in diesen Tagen in ein Flugzeug steigen, dann kann es, je nachdem, in welches Land ihr da gerade fliegt, sehr gut sein, dass ihr nochmal ein extra Formular von der Kabinenbesatzung in die Hand gedrückt bekommt, das ihr ausfüllen müsst, aufgrund von Einreisebestimmungen, die jetzt neu erlassen wurden. Um euch möglichst schnell im Fall der Fälle kontaktieren zu können, sollte man eben im Nachhinein feststellen, dass auf eurem Flug ein Passagier mit Covid-19 dabei war. Tja, es ist eine absolut menschliche Reaktion, dass man zum aktuellen Zeitpunkt nicht ganz so gerne ins Flugzeug steigt, wie man das vielleicht sonst macht, oder zumindest aktuell nicht ins Flugzeug steigt, wenn man nicht gerade muss. Und dabei ist es für das eigene Wohlbefinden, für das eigene Gefühl dann ja auch nachvollziehbarerweise ziemlich egal, ob die Ansteckungsgefahr realistisch gesehen jetzt eher sehr gering oder extrem gering ist, weil viel mehr wird es sicherlich nicht sein. Trotzdem, aufgrund dieser Nachfrageflaute liest man dann beispielsweise Zahlen der Lufthansa Group, die halt jetzt eben davon sprechen, dass man erstmal bis zu 25%, jetzt mittlerweile bis zu 50% der eigentlich geplanten Flüge aussetzen muss. Hier ist die Rede von mehreren tausend Flügen allein noch in diesem Monat innerhalb der Lufthansa Group. Die aktuelle Auslastung beträgt in den Flugzeugen im Durchschnitt wohl nur etwa um die 35%. Und das ist natürlich alles andere als normal. Die Airbus A380 Teilflotte bei der Lufthansa zum aktuellen Zeitpunkt bestehend aus 14 Flugzeugen, aufgeteilt auf die Station Frankfurt und München, die soll tatsächlich bis zum Sommergeschäft komplett abgestellt werden. Die Nachfrage für diese Flugzeuge besteht zum aktuellen Zeitpunkt einfach nicht und die Dinger jetzt mehr oder weniger leer von einem Ort zum nächsten zu schicken, würde einfach unnötig Geld verbrennen. Stattdessen nimmt man für diese Verbindung, die eigentlich mit dem A380 bedient werden, dann eben die Langstreckenflugzeuge, die etwas kleineren Langstreckenflugzeuge,
die man jetzt durch die ein oder andere abgesägte China-Verbindung zur Verfügung hat. Bereits vor knapp 2 Wochen war innerhalb der Lufthansa Group von etwa 150 jetzt zu parkenden Flugzeugen die Rede, also Flugzeuge, die man zum aktuellen Zeitpunkt einfach nicht gebrauchen kann aufgrund der fehlenden Nachfrage. Darunter 125 Kurz- und Mittelstreckenmaschinen und 25 Langstreckenflugzeuge. Das ist ein Wert, der jetzt sicherlich in naher Zukunft noch ganz ordentlich ansteigen wird, wenn man davon spricht, bis zu 50% der eigentlich mal geplanten Flüge auszusetzen. Das ist wie gesagt ein Wert, der für die ganze Lufthansa Group gilt, also nicht nur für die Airline Lufthansa, sondern auch für die Tochter- bzw. Schwestergesellschaften. Die Lufthansa Group an sich hat aktuell knapp 760 Flugzeuge in der Flotte. Wichtig ist dabei aber auch, das ist halt ein rein rechnerischer Wert, also es ist jetzt nicht so, dass in der nächsten Woche dann 100 Flugzeuge von Lufthansa in Reih und Glied mit abgedeckten Fenstern und Reifen am Frankfurter Flughafen stehen werden und das so aussieht, als hätte man die Fluggesellschaft gegroundet, sondern die Flugpläne werden eben deutlich luftiger gestaltet, man lässt den einen oder anderen Flug halt einfach mal aus, zieht irgendwelche Technikereignisse vor, wie auch immer. Und trotzdem, damit hat ja keiner geplant und Überkapazitäten im Airline-Geschäft können sehr schnell sehr viel Geld kosten, vor allem der damit einhergehende Personalüberhang und das alles sozialverträglich aufzufangen, das funktioniert zwar, aber eben auch nur in einem gewissen Maße. Die Maßnahmen, die man da treffen kann oder jetzt auch schon getroffen hat, sind eben Angebote für Teilzeit, für unbezahlten Urlaub oder auch so Sachen wie ein Einstellungsstopp, das wird jetzt gerade schon praktiziert. Schritt weiter ist dann das Thema Kurzarbeit. Austrian Airlines hat gerade erst gestern bekannt gegeben, dass sie für ihre gesamte Belegschaft Kurzarbeit beantragt haben. Und ich kenne jetzt natürlich nicht die genauen Verträge oder die genauen Betriebsvereinbarungen bei Austrian Airlines, aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht einfach ganz viel Freizeit bei 100% Gehalt bedeuten wird. Unterschätzen sollte man das Ganze hier also definitiv nicht. Da wird noch das ein oder andere Problemchen auf die ein oder andere Fluggesellschaft zukommen. Nichtsdestotrotz muss man aber auch sagen, dass sich die Lufthansa Group in dieser ganzen Situation natürlich doch noch irgendwo auf einer recht komfortablen Seite befindet, auf der richtigen Seite der Konsolidierungswelle. Es ist halt eine Krise, die man überstehen wird, so wie viele andere Krisen zuvor auch. Für eine Fluggesellschaft wie Flybe hingegen, die sowieso schon seit einiger Zeit auf der falschen Seite der Konsolidierungswelle steht, ist der Nachfragerückgang, der jetzt aufgrund dieser Covid-19-Krankheit da umgeht, natürlich nur noch der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und schon stehen über 60 Flugzeuge und deutlich über 2000 Mitarbeiter am Boden. Da kann man jetzt traurig drüber sein. Auf der anderen Seite, das, was das Virus da gerade macht, ist wahrscheinlich nur eine Beschleunigung einer eh überfälligen Entwicklung. Und so doof es klingen mag, ganz, ganz vorsichtig gesagt, wirklich gefährlich ist das Virus, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, wahrscheinlich auch bei den Fluggesellschaften nur für die Schwachen. Gut, unterm Strich zusammengefasst bedeutet das, das Virus sorgt gerade für einen nicht geplanten Ressourcenüberschuss bei den Fluggesellschaften. Und die Fluggesellschaften, die die Mittel dafür haben, treffen entsprechende Sparmaßnahmen, geben Passagieren die kostenlose Möglichkeit zum Umbuchen, versuchen alles, um das Ganze so schnell wie möglich, so kostengünstig wie möglich hinter sich zu bringen. Die 737-MAX-Problematik dürfte etwas abgeschwächt sein. Der ein oder andere Kritiker freut sich eventuell noch über ein paar weniger klimaschädliche Flugreisen. Die Zahlen für 2020 sind versaut. Aber langfristig gesehen, wie wichtig ist das denn schon? In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielleicht war die eine oder andere interessante Information für euch mit dabei. Ich freue mich sehr auf eure Gedanken und eure Kommentare zu dem Thema Coronavirus. Mich würde wirklich interessieren, ob ihr euch da Gedanken macht, wenn ihr jetzt ins Flugzeug steigt, ob ihr eventuell euren Urlaub oder was auch immer ein bisschen nach hinten verschoben habt. Schreibt das gerne in die Kommentare, freue ich mich sehr drauf. Und dann geht heute noch ein sehr großes Dankeschön raus an Hermann und an Simon. Vielen lieben Dank an euch beide für eine sehr großzügige und tatkräftige Unterstützung über die Patreon-Seite von Aeronews Germany. Macht es gut, hoffentlich bis morgen und tschüss.